Eure Karl Meisters lesen aus Old Firehand. Ja, meine lieben Karl-May-Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute ist ein besonderer Tag, weil was Millionen weltweit alle betrifft, das ist der künstliche Virus Corona oder Covid-19, wie immer Sie wollen, der so viel Unheil angerichtet hat weltweit, für alle Menschen Probleme gebracht hat. Ich denke ganz besonders auch jetzt an Sie, an die Freunde von Karl May, die in diesem Jahr keine Gelegenheit haben, auf der Freilichtbühne live dabei zu sein. Darauf müssen wir verzichten und guten Mutes gehen wir in das Jahr 2021, wo hoffentlich alles wieder in Ordnung sein wird und wir alles überstanden haben. Und wir auch nicht mehr trauern müssen für die vielen Menschen, die uns in diesem Jahr verlassen haben. Verlassen mussten durch Corona. Mein persönlicher Wunsch, bleibt gesund, geht mit Bedacht aus dem Haus, vergesst nicht Abstand zu halten und setzt die Maske auf, solange es noch notwendig ist. Ich freue mich auf ein gesundes Wiedersehen 2021. Und jetzt gehe ich in die Küche und fange an zu lesen. Weil das soll der kleine, herzliche Trost sein für alle Karl-May-Freunde. Also, bis gleich. Tschüss. Wie es kam, ich weiß es nicht. Aber ich hatte den weißen Häuptling, welcher mir an Stärke und Geschicklichkeit doch weit überlegen war, unter mir. Meine Knie auf seiner Brust, die Finger der Linken um den Hals und die Rechte um seine Hand, welche das Messer gepackt hatte. Fühlend krümmte er sich unter mir wie ein Wurm und machte die wütendsten Anstrengungen, mich von sich zu stoßen. Ich hatte keine Zeit, auch nur einen einzigen Augenblick auf das um mich herum wogende Getümmel zu werfen. Denn bei dem geringsten Versehen meinerseits war ich verloren. Und nie im ganzen Leben habe ich es mehr gefühlt, dass sich die Kräfte des Menschen im Augenblick einer solchen Gefahr verdoppeln, ja verzehnfachen können. Mit den Füßen wie ein angeketteter Stier um sich schlagend, versuchte er mit kräftigen Stößen sich emporzuschnellen. Der falsche, lang behaarte Schädel lag neben ihm. Die Augen traten weit und mit Blut unterlaufen aus ihren Höhlen. Vor dem Munde stand ihm der gärende Schaum der Wut und die nackte, von dem Skalpmesser Winnetous barbierte Kopfblöße schwoll unter der Anstrengung aller Phrasen und dem wilden Schlage des zusammengedrückten Pulses. Mit einer erschreckenden Hässlichkeit. Mir war, als hätte ich ein rasendes Tier unter mir und mit den Füßen wild um sich schlagend versuchte Parno mit all seiner Kraft und seiner Stärke sich emporzuschnellen. Mit mir jetzt unbegreiflicher Gewalt krampfte ich meine Finger um seine Kehle, sodass er einige Male
konvulsivisch zusammenzuckte, den Kopf hinten überlegte und, die Augen verdrehend, unter einem immer leiser werdenden Zittern seine Glieder streckte. Er war besiegt. Jetzt endlich blickte ich langsam mich erhebend um mich. Es bot sich mir eine Szene, wie sie die Feder nie zu beschreiben vermag. Keiner der Kämpfenden hatte aus Sorge, dem Feinde Hilfe herbeizurufen, eine Schusswaffe gebraucht, sondern nur das Messer und der Tomahawk waren tätig gewesen. Keiner von ihnen stand aufrecht. Alle lagen am Boden und wälzten sich in ihrem eigenen oder des Gegners Blute. Winnetou war eben im Begriff, einem unter ihm Liegenden die Klinge in die Brust zu stoßen. Nein, nein, er bedurfte meiner Hilfe nicht. Und Firehand lag auf einem der Gegner und versuchte, einen zweiten, welcher ihm den Arm zerfleischte, von sich abzuhalten. Ich eilte ihm zur Hilfe und schlug den Dränger mit seinem eigenen Beil, welches ihm entfallen war, nieder. Dann ging es zu Dick Stone, welcher zwischen zwei toten Rothäuten unter einem riesigen Manne lag, der sich alle Mühe gab, einen tödlichen Stich anzubringen, aber es gelang ihm nicht. Das Beil des Stammesgenossen machte seiner Bemühung ein Ende. Stone erhob sich und brachte seine langweiligen Gliedermaßen in Ordnung. »By God, Sir!« »Das war Hilfe zur rechten Zeit!« »Drei gegen einen, wenn man sich nicht schießen darf, das ist doch ein wenig zu viel.« »Das muss so sein, mein Freund.« »Hab Dank.« Auch Old Firehand streckte mir die Hand entgegen und wollte eben sprechen, als sein Blick auf Parano fiel. »Timfinity! Ja, ist es denn möglich, der Häuptling selber? Ja, wer hat's denn mit ihm zu tun gehabt? Ach, mein junger weißer Bruder hat ihn niedergeworfen,« antwortete Winnetou, »statt meiner.« Und bemerkend, dass der Tote nicht verletzt, sondern nur durch den Druck der Hand besiegt worden war, fügte er mit einem Ausdruck des Erstaunens, wie ich ihn noch nie zuvor gehört hatte, hinzu: »Der große Geist hat ihm die Kraft des Büffels gegeben, der die Erde pflügt mit seinem Horne.« »Mann«, rief Old Firehand, »wie euch! So habe ich noch keinen getroffen, soweit ich auch herumgekommen bin im Leben. Und ihr wollt nach dem Westen gekommen sein, nur um Steine und Pflanzen kennenzulernen?« Statt einer Antwort legte ich meine Hand auf seinen Arm. Die fast übermenschliche Anstrengung hatte meine Kräfte so überschritten, dass ich wie ein Frierender am ganzen Körper zitterte und kaum imstande war, die Hand an der Stelle festzuhalten. »Fühlt ihr jetzt, was für ein gewaltiger Held ich bin, Sir?«
Der Schwächste wehrt sich, wenn es um sein Leben gilt. Und hier handelte es sich nicht bloß um das Meinige, nein, nein. Wenn er oben aufgekommen wäre, so wäre es vielleicht aus mit uns allen Vieren. Die Partner des Überlebenden von uns beiden mussten siegen. Aber wie ist es möglich, dass er mit den Seinen hier versteckt sein konnte, nur weil Winnetou in der Nähe war? Der weiße Häuptling ist nicht verborgen gewesen an der Seite des Apachen. Er hat bemerkt die Spuren seiner Feinde und ist ihnen nachgegangen auf ihrem Pfade. Seine Männer werden ihm nachkommen. Und meine weißen Brüder müssen Winnetou schnell in ihren Wigwam folgen. Er hat recht, der Mann, bekräftigte Dick Stone. Ja, das muss so sein. Und wir werden sehen müssen, dass wir zu den Unsrigen kommen. Gut, erwiderte Old Firehand, von dessen Arme das Blut in Strömen floss. Auf alle Fälle aber müssen wir die Spuren des Kampfes beseitigen. Dirk, reite schon mal voraus, damit wir von unseren Feinden aus dem Hinterhalt nicht überrascht werden. Soll geschehen, Sir. Aber nehmt mir doch zuvor das Messer hier aus dem Fleische. Meine Stute, meine brave Stute hat es nicht so gern. Ich kann sowas gar nicht sehen. Sie fühlt mit mir und hat Mitleid. Das muss doch nicht sein. Erlaubt zuvor, dass ich meinen drei Vettern da ins Gesicht sehe. Nachdem er ihnen die Skalps genommen, trat er zu mir. Einer von diesen dreien hatte ihm das Messer in die Seite gestochen. Und durch das Ringen war es immer tiefer durch die Rippen gedrungen. Glücklicherweise stach es an keiner gefährlichen Stelle und hinterließ bei seiner Entfernung eine für Stones Eisennatur nur leichte Fleischwunden. In kurzer Zeit war das Notwendigste getan und Dick Stone wurde herbeigeholt. Wie bringen wir unseren Gefangenen fort? Fragte Old Firehand. Ach, er wird getragen werden müssen, antwortete ich. Es wird aber seine Schwierigkeiten haben, wenn er vollständig zur Besinnung kommt. Tragen? Fragte Stone. Dabei ist mir nicht wohl. Ich möchte diesem alten Knaben dieses Herzeleid auch nicht antun. Mit einigen Schnitten trennte er eine Anzahl der nebenan stehenden Stämmchen von der Wurzel, nahm die Decke Paranos wieder vor, schnitt sie in Streifen und meinte uns vergnügt zunickend: Wir bauen da einen Schlitten, ein Rutschholz oder so etwas zusammen. Binden das Mannskind darauf und trollen uns damit von dann. Na? Was meint ihr? Der Vorschlag ward angenommen und ausgeführt.
und bald setzten wir uns in Bewegung, die allerdings eine so deutliche Spur zurückließ, dass der hinterherlaufende Winnetou alle Mühe hatte, sie nur einigermaßen zu verwischen. Es war früh am anderen Tag. Noch hatten die Strahlen der Sonne nicht die Spitzen der umliegenden Berge berührt und tiefe Ruhe herrschte im Lager. Ich aber war längst schon wach und auf den Felsen gestiegen, wo ich Ellen wiedergefunden hatte. Unten im Tale wälzten sich dicke Nebelballen um den Busch. Oben aber war die Luft rein und klar und wehte mir mit ermunternder Kühle um die Schläfen. Drüben hüpfte ein Kernbeißer unter Brombeerranken auf und ab und lockte mit schwellender Pfirsichblüten roter Kehle sein unfolgsames Weib an. Etwas tiefer saß ein blaugrauer Katzenvogel und unterbrach seinen Gesang zuweilen durch einen possierlichen, miauenden Schrei. Und von unten herauf ertönte die wundervolle Stimme des Entenvogels, der am Schluss jeder Strophe seine musikalische Bravour mit einem lauten Entengeschnatter applaudierte. Meine Gedanken waren weniger bei diesem Frühkonzert als vielmehr bei den Erlebnissen des vorhergehenden Tages. Nach dem Bericht eines unserer heimkehrenden Jäger, welcher still durch die Waldungen schleichend die Ogellalas bemerkt hatte, waren diese in noch größerer Anzahl vorhanden, als wir angenommen hatten. Er war unten in der Ebene an einem zweiten Lagerplatz vorübergekommen, an welchem sich die Pferde befanden. Es war also mit Bestimmtheit anzunehmen, dass ihr Kriegszug nicht gegen einzelne Personen, sondern gegen unsere ganze Niederlassung gerichtet war. Und aus diesem Grunde, sowie der bedeutenden Anzahl der Feinde wegen, durften wir unsere Lage keineswegs zu den Beneidenswerten zählen und rechnen. Die Vorbereitungen, welche getroffen werden mussten, einem Überfall zu begegnen, hatten den gestrigen Nachmittag und Abend in der Weise ausgefüllt, dass wir keine Zeit gefunden hatten, über das Schicksal unseres Gefangenen eine Bestimmung zu treffen.